A ist gleich B hoch 2 Quadrat. Alter, fuck this. Ich hab keinen Bock auf diese Scheiße. You know what, guys? Let's fucking FIFA! Yo, Freunde, herzlich willkommen zur 8. Episode von Futschaft in die erste Liga. Im Hintergrund sehen wir gerade, dass wir nur noch einen Sieg brauchen, um in die Liga 8 aufzusteigen. Und das heißt zeitgleich auch noch einen Sieg, um nächsten Futschaft zu spielen. Falls wir das nächste Spiel jetzt gewinnen sollten, werden wir als nächstes Futschaft schon mal anzocken, also wenn wir das Team bauen und das erste Spiel spielen. Hier sehen wir auch unsere Bilanz in der Saison bis jetzt: 6 Spiele gewonnen, 5 Unentschieden, noch keins verloren. Ich möchte auch heute keins verlieren. So, das ist unser Team. Ich guck mal ganz kurz drüber. Oh, sehr müde alle. Ich guck ganz kurz, kann ich irgendwas hier machen? Oh, nichts. Ich würde sagen, komm, das ziehen wir durch. Das ziehen wir einfach jetzt durch und schauen wir mal, ob wir trotz mit diesem schlechten Fitness, mit der schlechter Fitness, dass wir das noch gewinnen mit 64 Chemistry. Come on, machen wir es einfach. Okay, jetzt haben wir einen Psycho Club. Ich nehme die roten, er nimmt wahrscheinlich die schwarzen dann. Okay. Und jetzt gucken wir sein Team an. Ich hoffe, es ist nichts Gutes. Oh mein Gott. Och. What the hell? Di Maria, Lucas, Lacazette, Matuidi. Alter, das komplette PSG-Team außer Ibra. Boah, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Also, wenn wir das gewinnen mit unserem müden Team, das wäre schon, ja, das wäre schon was Krasses. Aber ich bezweifle es fast. Oh Mann. Eieiei, das wird auf jeden Fall eine harte Herausforderung. Ich muss sagen, es laggt gerade ultra stark. Und ich habe eben ein Spiel gespielt, das ist überhaupt nicht gelaggt. Das habe ich also privat gespielt. Und das ist gerade richtig am laggen. Das ist richtig scheiße. Ich verstehe nicht, warum das EA dann es immer als grün anzeigt, obwohl es rot ist jetzt total. Es ist total richtig Delay im Abgang. Bring die Flanke. Die ist gut! Oh, komm. Lass doch! Was macht ihr? Wo streiten die sich so zweit? Freust du das für mich oder was? Ja, sprach er für mich. Barry. Ich würde es mit Barry schießen. Komm mal, Barry. Oh, wird abgefälscht. Komm, schieß doch. Schieß. Elfmeter. What the fuck? So, Elfmeter. Oh, wie schießt du den daneben, Barry? Deswegen wirst du nicht lange in der ersten Elf bleiben. Jawohl, Fehler gemacht. Komm, schieß! Das gibt's doch nicht! Was ist denn los mit euch? Solche müsst ihr machen gegen solche Mannschaften, solche Dinger. Spiel stark. Stark! Spiel nochmal rein! Doch! Das gibt's doch nicht! Wie hält der denn so gut? Das gibt's nicht, er hält alles, ey. Mann, jetzt stolpern die sich noch gegenseitig um, Idioten. Foul, das Foul, Schiri. Mann, Alter, ey, der Impf vom Trapp ist so gut. Im Spiel. Das gibt's nicht, er hält alles. Dieser Impf vom Trapp, der hält einfach. Ey, das gibt's nicht, wo lernst du hin? Guck mal. Ich weiß, ey, mein Gott. So ein Scheißtor, Junge. Nur mal die Abwehrspieler. Guck mal, guck, wie der sich positioniert hat, der Abwehrspieler. Zwei. Guck mal, der eine hätte hingehen können, der geht nicht hin, der andere auch nicht. Und ich habe 1000 Millionen 100% und keiner geht rein, ey. Und dann laggt das hier die ganze Zeit mit seinen Geträgen scheiß. Das gibt's nicht, Alter. Ich schieß die ganze Zeit auf sein scheiß Tor und ich kann kein Tor machen, ey. Ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr. Da springt der eine Mann in den Schuss rein. Ey, als wollen die gar nicht gewinnen. Ja, guck. Ey, ich hab keinen Bock mehr. Und dann macht er sowas. Guck mal, wie der die Tore schießt. Und wie ich. Steh vorm Tor und da springt mein eigener Mann. Da springt mein eigener Mann in meinen Schuss rein, Alter. Jetzt guckt euch die Statistik an. Guckt euch das an. Wow, das ist ja richtig geil, Alter. Das ist so unverdient, ey. Ich habe noch nie was Unverdientes gesehen, Alter. Junge, ey. Das ist so behindert. Ich kotz gleich, Alter. Jetzt nein! Es gibt's nicht. Er hält einfach alles. Dieser scheiß Trapp, Alter.
Das gibt's doch nicht, wie kann der denn alles bei Fuck nochmal halten? Und mein Tor hält nicht mal so einen langsamen Schrottschuss, ey. Alter, es ist doch nicht dein Ernst. Jetzt spiel ihn schneller. Jetzt schieß. F*** dich, Barry. Junge, ich schwöre, ich stoß ihn gleich ab, Alter. Der kann ja absolut null, dieser Scheiß. Junge, der hat schon keinen Pace und kann nicht mal schießen. Was kannst du überhaupt? Schieß doch mal, schieß, jetzt schieß. Oh mein Gott, ey. Leckt er sich zum Tor, Alter. Guck mal, ich schieß so geile Schüsse, die gehen nicht rein. Da muss ich so ein richtiges AIDS-Tor. Guck mal, ein richtig verkacktes Tor schieße ich da gerade. Komm, weiter, Mann. Ich will eigentlich den Sieg haben. Unentschieden reicht nicht mal eigentlich. Ganz ehrlich, der kann gar nichts, der Typ. Komm ins Spiel. Schieß! Elfmeter! Jetzt gib doch mir... Da ich keinen Bock mehr. Ist sowas Unverdientes? Ich hab allen FIFA-Spielen, die ich je gespielt habe, ich habe noch nie ein Spiel, das ich so unverdient verloren habe. Der hat 3 Schüsse aufs Tor. 3 Schüsse, hat 3 Tore gemacht. Und ich habe 20, jetzt ist nicht mal gelungen. Jetzt guckt euch das an. Das ist so unverdient. Guckt euch das an. Habt ihr schon mal so... Alter, ey. Dieser scheiß Info und Trapp hat einfach alles gehalten. Das ist die erste scheiß Niederlage. Ja, okay, Leute. Bisschen beruhigt jetzt wieder. Gehen wir mal ins zweite Match. Also wenn das... Ich hoffe, es läuft nicht wieder im ersten Match aus. Ich meine, er hat ein gutes, richtig gutes Team. Ein brutales Team, ja. Das war mir aber egal, ganz ehrlich. Ich spiele gegen sowas. Ich habe kein Problem damit. Aber das Internet hat dann noch so... Das war so träge. Ja, bloß sein Tor hat er echt gehalten wie so ein Wahnsinniger. Meiner war einfach ein Vollidiot. Also die hintere Abteilung müssen wir auf jeden Fall noch verbessern. Wir haben hier den nächsten Gegner. Richtig geiles Trikot, was er hat. Guckt euch das mal an, das sieht richtig geil aus. Was ist das? Also das gefällt mir richtig gut, das Trikot, was er hatte. Und wir kommen wieder gegen eine Ligue 1 Team. Lacazette wieder. David Lewis, Matuidi, Umtiti. Oh. Ich würde sagen, es ist ein Tick nicht schlechter als das letzte Team, aber es ist immer noch wahnsinnig gut. Aber ey, komm. Ich hole mir den Sieg jetzt, also ganz ehrlich. Ich bin ziemlich zuversichtlich. Mit meinen Skills kann ich das noch schaffen. Okay, let's go, Leute, let's go. Okay, das ist schon viel besser, das Internet jetzt hier. Viel besser, ist richtig flüssig. Jawohl, stark gemacht. Stark gemacht! Stark gemacht, Junge! Wer war das wieder? Martins oder so? Ich glaube, das ist Martins. Oh mein fucking Gott, hat er sich zerstört, Junge. Was für ein geiler Schuss. Dieses scheiß Barry, Alter, kommt absolut null. Guck mal, so schießt mein Barry. Nein! Abseits! Oh mein Gott, wie kann er denn so einfach durchkommen? Spielen, jawohl! Jetzt los. Dumia, komm. Dumia, bist durch. Dumia! Ey, das gibt's nicht, Dumia. Gomez. Da, Gomez. Gomez! Gomez! Wie in der letzten Episode, oder? Ist das nicht haargenau fast wie in der letzten Episode? Oh, ja, richtig geile Haare. Du hast die Haare schön, du hast die Haare schön, du hast die Haare. Ey, meine sind richtig scheiße. Boah, richtig stark von Gomez, einfach durch und dann, also Gomez ist mein Lichthoffnung. Hätte ich in den letzten Spielen mehr einsetzen müssen, ey. Komm, ich zieh einfach mal Montoya. Oh mein Gott, Monfucking Toya. Nee, wer ist das? Ist das doch Montoya? Alter, was ein Strike, Junge. Einfach mal abgezogen, zack, Alter, in den fucking Winkel, da konnte er gar nichts halten. Was, Montoya? Ne, Arangos, scheiß auf Barry, Junge, die sind alle besser als der. Okay, 3:1 zur Halbzeit, es ist eigentlich fast dieselbe Situation wie beim letzten Mal, guckt euch das an, ich habe mehr Chancen, ein bisschen mehr Ballbesitz. Es ist eigentlich wie im letzten Spiel, nur dass der hier vielleicht ein bisschen stärker ist als der letzte Gegner. Also der letzte Gegner war noch schlechter, hat einfach nur mehr Glück gehabt. Stark, nochmal, oh, also ich wollte... Was? Wo ist ein Foul? Das ist so lächerlich dann manchmal. Ist Gomez? Jawohl, Gomez, jetzt geht ab. Gomez, geh jetzt ab. Ha, greift er mich einfach nicht an, die ganze Zeit. Ey, bitte. Was?
Guck mal, der Bodycheck, der den von der Seite weg, Alter, und das ist kein Foul, Alter. Komm, jetzt Gomez, jetzt zeig mal deine Gomez-Show. Gomez-Show, Junge. Die Gomez-Fucking-Show. Die Gomez-Fucking-Show, Junge. Ich zeig dir jetzt die Gomez-Show. Die Gomez... Die Gomez-Show! Die Gomez-Show, Junge! Habt ihr die Gomez-Show gesehen? Weiß nicht, ich kaufe euch jetzt noch Ticket. Junge, einfach durch. Der Typ ist besser als Dumia, Junge. What the fuck? So die, irgendwo vom Mittellinie einfach durch die ganze Mannschaft gerannt. Und zieht den Ball, guck mal, zieht er den noch vom 16 nach. Alter, perfekt an den Torwart vorbei in den Winkel. Wow, richtig gut, ey, Gomez. Eigentor, das ist doch kein Eigentor. Jetzt haben wir ein Tor von ihm geklaut, das gibt's doch nicht. Komm jetzt, Gomez, jetzt mach dein Tor, Gomez. Da, Junge, wollt ihr nicht das Tor ihm geben? Dann macht einfach noch eins. Was wollt ihr, hä? Sagt er sich. Hä? Was wollt ihr? Junge, geben dir einfach ein, das wäre eigentlich sein Hattrick, Junge. Der Typ ist so gut, der Gomez. Oh mein Gott. Holy shit, ein richtiger Diamant, Junge. Jawohl. Wow, 5-1 gewonnen. Ganz ehrlich, ich habe immer noch so einen schlechten Nachgeschmack vom ersten Spiel. Richtig fahren Nachgeschmack. Alter. Wie, Gomez ist nicht Man of the Match. Aranguiz. Ein Tor, eine Vorlage. Ja, er ist. Hier, wir müssen jetzt aufgestiegen sein. Guckt euch nochmal Statistik an. Sieht eigentlich ziemlich, spricht eigentlich für sich. Eine Niederlage haben wir jetzt. Das war unsere erste Niederlage. Das kotzt mich schon ein bisschen an, wenn ich ehrlich bin. Und dann noch gegen so jemanden. Aber na gut. Passiert halt, ne? Ich nehm's jetzt an. Wir müssen weitermachen. Liga 8 sind wir jetzt. Aber, ihr wisst ja. Bevor wir Liga 8 spielen, spielen wir nochmal eine Footdraft und das wird dann in der nächsten Episode sein. Das wird jetzt ein bisschen zwei Spiele-Episode, ein bisschen kürzer, weil ich finde, es ist ein bisschen blöd, wenn ich jetzt nochmal Footdraft anfange. Ist auch besser, wenn ich jetzt Footdraft komplett neu am Anfang eines neuen Episode anfange. Deswegen werde ich die Episode jetzt beenden. Ja, falls ihr einfach Samstag haut auf den Like-Button, dann sehe ich, wenn ihr viel schnell die Likes kommen, dann haue ich direkt auch die nächste Episode raus, dann kommt auf jeden Fall Footdraft. Sind ja auf jeden Fall geile Informs jetzt zurzeit draußen. Neymar, Ibra und so. Und ja, ansonsten wie immer, ja, abonniert, falls ihr neu seid, liked, falls euch das gefallen hat, obwohl ich ein bisschen wieder geraged hat und so und vielleicht, ja, nicht so enthusiastic rüberkam. Ein bisschen müde noch, Jetlag, seht ihr von anderen Videos noch, weil ich mache die alle heute auf einen Tag. Ja, ansonsten, wie gesagt, wieder schönen Tag, ne? Oder eine schöne Nacht. Ich gehe jetzt nämlich jetzt gleich pennen, schon 4 Uhr. Und wir sehen uns beim nächsten Future Video wieder. Ciao, Leute.